In dem vorherigen Video in dieser Reihe habe ich die wichtigsten Grundlagen zur Dateibearbeitung erläutert, also wie man Dateien zum Lesen oder Schreiben öffnet, wie man den Inhalt einer Datei zeichenweise ausliest und wie man Dateien erstellen, löschen, verschieben oder umbenennen kann. In diesem Video geht es jetzt darum, erstens diese Grundlagen auf ein Fallbeispiel aus der Praxis anzuwenden und zweitens zeige ich in diesem Zusammenhang auch noch, wie man den Inhalt einer Datei nicht nur zeichenweise auslesen kann, sondern wie man auch Zahlenwerte aus Dateien entnehmen kann, um diese dann weiterverarbeiten zu können. In dem Praxisbeispiel, das wir uns jetzt hier ansehen, geht es zunächst einmal um die Konvertierung einer Textdatei in ein CSV-Format. Diese Textdatei, die ich hier geöffnet habe, beinhaltet also eine ganze Reihe von Werten, die alle durch ein Semikolon getrennt sind. Wir können uns vorstellen, dass diese Datei von irgendeinem Messgerät erstellt worden ist und die Werte, also Messwerte, zusammen mit einem Zeitstempel repräsentieren. Die Datei hat also ein bestimmtes Format, nämlich sind hier immer abwechselnd Zeitstempel und Messwert gespeichert. So ein Format nennt man proprietär, das heißt, dass sich der Hersteller des Messgerätes dieses Format ausgedacht hat und es aber keinem Standard entspricht. Man kann diese Datei also nicht mit Excel öffnen, um dann die Werte weiter zu verarbeiten. So, und hier setzt jetzt unser zu entwickelndes Programm an. Ich will hier also ein C-Programm schreiben, das diese Textdatei in ein CSV-Format konvertiert. CSV steht für Comma Separated Value. Das ist also ein spezielles, aber standardisiertes Dateiformat, bei dem die Werte durch Trennzeichen voneinander getrennt sind. Im englischsprachigen Raum ist es üblich, für diese Trennzeichen wirklich ein Komma zu verwenden, aber weil das Komma bei uns im deutschsprachigen Raum als Dezimaltrennzeichen schon belegt ist, wird hier für das Trennzeichen in CSV-Dateien typischerweise ein Semikolon verwendet. Um diese Textdatei in ein gültiges CSV-Format zu überführen, müssen wir hier also die einzelnen Datensätze durch einen Zeilenumbruch voneinander trennen. Es muss also jeweils jedes zweite Semikolon erkannt und durch einen Zeilenumbruch ersetzt werden. Also legen wir los. Die eigentliche Dateikonvertierung soll hier jetzt in einer eigenen Funktion erfolgen, die ich Text-to-CSV nenne und die die Pointer auf die Textdatei und die CSV-Datei erhält, die hier in PIN bzw. POUT übergeben werden. Wir gehen also davon aus, dass die Dateien schon mit dem richtigen Zugriff geöffnet wurden und die File-Pointer der Funktion dann übergeben werden. Das Öffnen der Dateien könnte dann zum Beispiel zuvor in der Main-Funktion passieren. Hier werden also die Dateien geöffnet und es wird zusätzlich jeweils noch überprüft, ob es auch keinen Fehler beim Öffnen bzw. Erstellen der Dateien gab. Wenn also keine Fehler aufgetreten sind, dann haben wir hier über ptxt einen lesenden Zugriff auf die Textdatei und über pcsv einen schreibenden Zugriff auf die hier noch leere CSV-Datei. Und dann können wir uns jetzt wieder der Implementierung der Funktion text-to-CSV widmen. Das erste, was man in dieser Funktion machen könnte, ist den Zugriffspointer auf die Textdatei auf den Anfang der Datei zu setzen. Wenn wir die Textdatei mit dem Spezifizierer R öffnen, ist der Pointer zwar automatisch auf den Start der Datei gesetzt, das heißt, hier macht der Aufruf von Rewind zwar keinen Sinn, schadet aber auch nicht. Aber es könnte ja auch sein, dass man diese Funktion Text-to-CSV mal in einem anderen Kontext verwenden möchte, wo also nicht gesichert ist, dass der Lesepointer wirklich auf dem Start der Datei steht. Und dann muss man eben über diesen Befehl dafür sorgen, dass der Lesepointer auf dem Start steht, so dass man dann die Datei also auch vollständig von Beginn an ausliest. Als nächstes lesen wir dann die Textdatei aus und verwenden dafür wieder die Funktion fgetc. Das Auslesen der Textdatei funktioniert also wieder zeichenweise in die Variable cin. Die einzelnen Zeichen werden aber nicht, wie man das vielleicht hätte erwarten können, direkt in die CSV-Datei geschrieben, sondern wir speichern hier die Zeichen zunächst einmal in einem String lineIn mit der Länge 100 zwischen. Das Einlesen und Speichern in den String passiert hier also in der While-Schleife, die so lange durchlaufen wird, bis das End-of-File-Zeichen eingelesen wird. An dieser Stelle muss man jetzt berechtigterweise die Programmierung kritisieren, weil die Textdatei definitiv mehr als 100 Zeichen enthält und diese Zeichen ja überhaupt nicht alle in den String der Länge 100 passen würden. Würden wir diesen Code also laufen lassen, würde es definitiv einen Fehler wegen der Bereichsüberschreitung des Arrays lineIn hier geben. Der Code ist ja aber auch noch nicht fertig, denn was hier in der Schleife passieren soll, ist, dass nicht die gesamte Datei, sondern der Inhalt immer nur bis zu jedem zweiten Semikolon in den String zwischengespeichert wird. Und dazu ergänzen wir den Code nun zunächst einmal um eine Zählervariable für diese Trennzeichen. Und in der While-Schleife fragen wir dann nach jedem neuen Einlesen eines Zeichens ab,
ob dieses Zeichen also gerade ein Semikolon ist. Wenn das der Fall ist, muss man zusätzlich noch prüfen, ob es auch ein Semikolon ist, das zwei Datensätze voneinander trennt. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nur jedes zweite Semikolon besonders behandeln. Wenn wir also in dieses If-Statement hier gelangen, dann haben wir einen Datensatz mit Zeitstempel, erstem Semikolon und dem Messwert dann vollständig in den String line-in eingelesen. Um diesen String dann weiterverarbeiten zu können, müssen wir zunächst noch ein String-Endezeichen anfügen. So, jetzt haben wir in dem String line-in also einen ganzen Datensatz gespeichert und könnten diesen eigentlich genauso in die CSV-Datei schreiben. Das würde also wieder mit der Funktion fprintf funktionieren. Und wichtig ist jetzt hier, dass man den Zähler line-count, der ja die Felder des Strings adressiert, wieder auf 0 setzt, damit man dann nach dem Schreiben der Zeile wieder die nächste Zeile in den String einlesen kann. So, diese Funktion würde eigentlich schon funktionieren und um das zu demonstrieren, rufe ich diese Funktion jetzt einmal in der Main-Funktion auf. So, das Programm lasse ich jetzt einmal ausführen. Die Ausgabe ist hier, dass die Konvertierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Und im Verzeichnis D sieht man jetzt, dass eine CSV-Datei mxp435.csv erstellt wurde. So, und hier in Excel sehen wir dann also einen Ausschnitt des Ergebnisses dieser Konvertierung. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch die Messwerte grafisch ausgeben. Und das gemessene Signal ist also hier dargestellt und es ist eine Sinusschwingung, die mit einem Rauschen überlagert ist. So, die Konvertierung hat also funktioniert. Ich möchte jetzt hier allerdings eine Alternative zu dieser Implementierung hier vorstellen, die auf den ersten Blick erstmal umständlicher ist, die aber zwei Vorteile gegenüber dieser sehr einfachen Lösung hier hat. Nämlich können wir gleich zum einen das Trennzeichen zwischen dem Zeitstempel und dem Messwert beliebig verändern und sind also nicht an das Semikolon gebunden. Und zum anderen, und das ist noch viel entscheidender, können wir den Messwert als Zahlenwert interpretieren und diesen dann auch für weitere Berechnungen nutzen. Für diese Alternative nutze ich jetzt die Funktion StringToken aus der String-Bibliothek. Die Funktion StringToken bekommt als Parameter zwei Strings übergeben. Der erste String ist eine Zeichenkette, in der Wörter stehen, die durch ein Trennzeichen getrennt sind. Und das zweite Argument ist ein String, in dem diese Trennzeichen definiert, also angegeben sind. Nehmen wir also mal an, dass in unserem Beispiel der übergebene String line-in so aussieht und als Trennzeichen übergeben wir das Semikolon. Die Funktion gibt dann einen Pointer auf einen neuen String zurück, der ein Ausschnitt des übergebenen Strings ist, nämlich genau dem Ausschnitt bis zu dem ersten Trennzeichen. Das heißt, in unserem Beispiel bekommen wir dann den String zurück, der nur den Zeitstempel beinhaltet. Den können wir dann mit der Funktion fprintf in die CSV-Datei schreiben. So, und hier füge ich als Trennung zwischen Zeitstempel und dem Messwert, der gleich noch geschrieben wird, ein Semikolon ein. Aber dieses Zeichen könnten wir jetzt beliebig setzen. Es könnte also zum Beispiel auch statt dem Semikolon ein Komma sein, wie das für das CSV-Format auch gültig wäre. Nachdem man dann also die Funktion StringToken initialisiert hat und nun von demselben String, den man zuvor schon übergeben hat, dann den nächsten Ausschnitt lesen möchte, das heißt hier also den Messwert, dann ruft man die Funktion mit dem Wert null erneut auf. Die Funktion StringToken merkt sich also den String, den man schon einmal übergeben hat und auch bis zu welchem Teil ein Ausschnitt schon zurückgeliefert wurde. Der nächste Rückgabewert ist dann ein Pointer auf den nächsten Ausschnitt bis zum Trennzeichen oder eben bis zum Ende des Strings. Und bei uns ist das eben gerade der Messwert. Auch den können wir jetzt mit fprintf in die CSV-Datei schreiben und die Zeile dann mit einem Umbruch, also dem Backslash n hier, abschließen. Der Code macht jetzt also genau das Gleiche wie das, was wir zuvor auch schon mit dem einzelnen fprintf erreicht haben, wo wir also den String noch nicht extra mit der Funktion StringToken zerlegt haben. Mit Ausnahme der Möglichkeit zur Veränderung des Trennzeichens zwischen Zeitstempel und Messwert scheinen wir hier also auf den ersten Blick keine Verbesserung erzielt zu haben. Also warum der ganze Aufwand? Tatsächlich haben wir hier mit dem Pointer auf den Messwert für jeden Datensatz
die Möglichkeit, diesen in ein Zahlenformat umzuwandeln, und zwar mit der Funktion A2F. Statt einem String schreiben wir hier also einen Float-Wert in die CSV-Datei. Und da wir jetzt den Messwert wirklich als Zahlenwert vorliegen haben, können wir damit noch viel mehr anfangen. Zum Beispiel können wir jetzt auch einen gleitenden Mittelwert berechnen, also einen Mittelwert aus den letzten zum Beispiel 100 Messwerten. Und diesen Mittelwert können wir als zusätzliche Information in die CSV-Datei speichern. Dazu schreibe ich jetzt zunächst einmal eine neue Funktion, die einen gleitenden Mittelwert aus 100 Messwerten berechnet und diesen dann zurückgibt. Die Funktion hat also einen Speicher mit der Länge 100. In diesem Speicher wird sozusagen rollierend geschrieben. Jedes Mal, wenn diese Funktion also aufgerufen wird, wird die nächste Speicherstelle in dem Array beschrieben. Das Element, was in dem Array überschrieben wurde, wird in der Variablen fout zwischengespeichert und dann wird die Summe berechnet über alle Elemente in dem Array. Da sich das gesamte Array ja nur an einer Stelle geändert hat, muss man also auch nur das alte und das neue Element dabei berücksichtigen und dann wird der Mittelwert der in dem Array gespeicherten Elemente zurückgegeben. Über das Zählen der Funktionsaufrufe in der Variablen count oder cnt und der Modulo-Berechnung hier sorgt man dann dafür, dass immer das älteste Element in dem Speicher überschrieben wird, wie das eben bei einem Ringspeicher passiert. So, diese Funktion können wir also jedes Mal aufrufen, wenn wir einen neuen Datensatz in die CSV-Datei schreiben und zusätzlich also auch noch den gleitenden Mittelwert hier reinschreiben. Um also jetzt den Benefit unseres kleinen Umwegs über die Funktion StringToken zu erkennen, führe ich das Programm nochmal aus und betrachte dann wieder die erstellte CSV-Datei in Excel. Hier sehen wir jetzt also zunächst einmal klar an der dritten Spalte, dass unser Programm eine Ergänzung in der Datei vorgenommen hat und also nicht nur eine reine Konvertierung ausgeführt hat. So, diese Daten stelle ich jetzt nochmal grafisch dar. Im Diagramm erkennt man wieder den sinusförmigen Verlauf des verrauschten Messsignals und zusätzlich sieht man darin aber noch eine orangefarbene Linie, die den gleitenden Mittelwert über die Messwerte repräsentiert. Und das sind die Daten, die wir jetzt gerade eben zusätzlich berechnet haben. So, dieses Beispiel soll also eine ganz wesentliche Sache bei der Dateibearbeitung zeigen. Wenn man Dateien nur zeichenweise einliest, dann kann man die in der Datei enthaltenen Werte nur schlecht weiterverarbeiten. Hier habe ich in einem kleinen Konvertierungsprogramm gezeigt, wie man es anders machen kann. Dazu speichere ich also die eingelesenen Zeichen zunächst einmal in einem String zwischen. Und wenn ich dann einen vollständigen Datensatz zwischengespeichert habe, kann ich diesen mit der Funktion StringToken analysieren und Teile aus diesem String im Prinzip ausschneiden. Und diese Teile kann man dann einzeln weiterverarbeiten, zum Beispiel eben sie in einen Zahlenwert umwandeln, um dann damit rechnen zu können.